Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9, okay. Will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür an. Lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und zählige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen und die Merkung gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage mir mal dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat's erwischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben? Absolute Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, wieso. Beim Frühstück oder Abendbrot. Vom Hungertod nach Schätzungen in der UNICEF. Während ich grad gesundes Obst wechsel in der Mooninex. Seh ein Kind, in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt. Weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle nix. Was ist denn bloß los mit mir? Verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Will nirgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken.